Darf man in Deutschland verbeamtet werden? Erstmal, es kommt darauf an, über welchen Beruf wir reden. Es gibt Berufe, wo wir sagen ganz klar nein. Zum Beispiel der Beruf des Polizisten. Die sind Beamte in der Regel. Na? Aber es gibt andere Bereiche. Die Gelehrten, sie teilen die Arbeit für einen Staat in zwei Kategorien ein. Die eine Kategorie, die eine Gruppe ist, dass man allgemeine Verwaltungstätigkeiten macht, wovon die Gesellschaft einen Nutzen hat. Wie zum Beispiel, dass du in bestimmten Behörden arbeitest, wo du den Leuten die Schreibarbeit und so erleichterst und so weiter und so fort. Die andere Arbeit ist für Sicherheits-, das heißt Geheimdienst. Ja, helle. Ja, helle. Dann werden wir uns öfterer sehen, diesen Leuten. Und Polizeitätigkeit und so weiter und so fort, was mit Militär und alles zu tun hat, davon muss sich der Muslim entfernen. Möge Allah uns bewachen. Na,